Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 251 am Mittwoch, den 9. August 2023. Es ist 23.30 Uhr und wir haben noch 11 Grad Außentemperatur. Mann, oh Mann, jetzt ist es aber echt kalt geworden heute Abend und auch so feucht. Wir saßen noch ein bisschen draußen um die Feuerstelle, aber es war echt kalt jetzt. Und ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, ich hatte gestern einen fetten Versprecher im Podlog. Ich sage ja immer am Anfang das Datum und ich weiß nicht warum. Es war ja der 8. August und ich habe 2008 gesagt. Der liebe Julian hier hat mich darauf aufmerksam gemacht. Mir selbst ist es nicht aufgefallen. Und mich hat sonst auch niemand drauf aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja noch der ein oder andere dabei, dem das aufgefallen ist, hat der sich aber nicht gemeldet hat. Dann dürft ihr das gerne nachträglich noch tun. Oder ihr springt nochmal zurück und hört da nochmal rein. Das könnt ihr natürlich gerne machen. Also ja, ich kann das nicht nachvollziehen, wahrscheinlich wegen dem 8.8. oder so. Ich weiß es nicht. Also heute war es auf jeden Fall richtig. Wir haben natürlich das Jahr 2023. Ja, es war ein wunderbarer Tag heute. Tolles Wetter wieder und es war auch richtig schön warm tagsüber, nicht zu heiß. Wir haben einen kleinen Waldspaziergang gemacht, eine Hunderunde quasi gedreht und das hat mir auch gut getan, mich mal wieder zu bewegen. Ich habe ja die letzten Tage echt viel mit Fahrerei eben zugebracht, bis ich hier war und mich eindeutig wieder zu wenig bewegt. Das muss jetzt die nächsten Tage besser werden. Aber da hier ja ein wunderbarer Husky pubertierender Hund ist, der gerne Bewegung braucht, werde ich mich wohl da den ein oder anderen Hunderunden anschließen. Und wir werden ja auch sicherlich nochmal den ein oder anderen Ausflug machen, wo ich mich gut bewegen kann. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen mitgeholfen. Hier wird gerade der Schuppen renoviert, das Wirtschaftsgebäude quasi. Und da habe ich eine neue Elektroleitung gezogen und die alte abgebaut. Und da werde ich morgen noch mal ein bisschen mit weitermachen. Morgen geht es auf jeden Fall auch weiter mit Website-Projekten bei mir für meine Kunden. Da muss ich morgen auch noch mal ein bisschen was geschafft bekommen, damit das weitergeht. Ja, und jetzt genieße ich noch den Abend. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich gehe gleich mal zu Bett. Ich bin nämlich irgendwie auch kaputt und müde. Werde euch dann morgen berichten, wie es weitergeht. Ach ja, und ich habe noch ein Reel heute hochgeladen von meiner Ankunft hier, wie liebevoll mich die Travel Family hier begrüßt hat. Da könnt ihr gerne bei Instagram und Facebook mal reingucken. Und vielleicht das ein oder andere Herz und Daumen hoch und Like da lassen. Da freue ich mich natürlich auch immer sehr drüber. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.